Wir sehen jetzt, dass wir in diesem kleinen Töpfchen Wasser haben mit einer sehr langen Stange und schütten das da rein. In dem Topf waren ungefähr 300 Milliliter Fett, in dem Blechgefäß ca. 200 Milliliter Wasser. Und die große Stichflamme kommt einfach daher, dass bei der großen Hitze das Wasser vollkommen verdampft.